Hallihallo und herzlich willkommen zu Let's Play mit Lumi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Niflheim. Ja, Freunde, ich klopp mich hier so durch die Gegend, ja? Und dann bin ich plötzlich hier. Was ist das für ein geheimnisvoller Ort? Auf jeden Fall gibt es eine Kiste, die ist leer. Ich war hier aber noch nie. Und setze ein Amulett in die obere Zelle ein, um es zu aktivieren. Wollen wir das mal probieren? Ach so. Zwei Schafe bräuchten wir noch. Okay. Also hier ist so ein Amulett-Aktivierungs... ein Altar. Aha. Okay, aber das können wir ja auch in der Stadt machen. Aber für das Wolfsamulett braucht man zwei Schafe. Alles klar. Gut. Gut zu wissen. Aber gut zu wissen, dass es hier sowas gibt. Aber leider, Freunde, wird unser Schloss angegriffen. Deswegen müssen wir zurück. Aber passt sich ja grundsätzlich ganz gut. Ist ja in Ordnung. Wir wollten ja sowieso mal wieder hier ein bisschen an die Oberfläche, oder? Mal frische Luft schnappen. Man wird ja ganz rammdösig da unten. So, hier ist immer noch rot. Das heißt, ich vermute ja, da ist noch was auf der anderen Seite. Nee. Falsch vermutet. So. Wir müssen aber trotzdem wieder hier in unsere... unser trautes Heim, Freunde. Zwei Schafe müssten wir haben. Okay, na das... das weiß ich nicht. Wo soll man die jetzt so schnell herkriegen? Ich meine, wir können eine Schafsfalle bauen. Das macht schon Sinn. Aber... boah. Und die Amulette. Ich meine, man hat die Tränke, oder? Die Zaubertränke hier. Brauchen wir nicht unbedingt ein Amulett. Warte mal, das Wolfsfell nehmen wir mal mit. Machen wir nochmal so einen kleinen Abstecher in die Stadt und nehmen so Sachen mit, die wir nicht wirklich brauchen. Und da gehören diese ganzen Verteidigungsgeschichten mit dazu auf jeden Fall. So, das heißt, so, hier haben wir, das passt, glaube ich, ne? Was haben wir hier noch in der Kiste? Pilze. Können wir einen Krempling, ja, schmeißen wir mal rein. Das sortiere ich später mal, sage ich ja immer, ne? Sage ich immer, ich weiß. Ich weiß. Sortiere ich. Irgendwann sortiere ich das mal. Ach, guck mal. Da kommen sie. Wo kloppt ihr denn hin? Den armen Igel aus der Entfernung oder was? Guck mal hier. Die machen aber ganz schön Schaden. Müssen wir wieder reparieren. Gibt's denn sowas? Die gehen mir ja ein bisschen auf den Zeiger im Moment, oder? So, will ich mal reparieren hier mit Eisenbarren sogar. Naja, noch geht's. So, wir waren jetzt überall gewesen. Wir wollten ein bisschen sortieren, ein bisschen gucken. Ach, guck mal, hier ist unsere Fressbox mit trockenen Samen. Könnten wir ein bisschen was... Warum haben wir hier das Holz? Das nehmen wir mal mit. Das gehört da nicht rein. Salz ist in Ordnung. Essen lassen wir da mal, wo es ist. So, was haben wir denn hier? Guck mal, hier sind Tränke, ja. Hier ist noch der uralte irgendwas und noch der uralte, ach, dieser Bison-Trank da. Uralter Zornestrank. Ja. Geschwindigkeitstrank, den kann man mal behalten, oder? Geschwindigkeit plus 30. Und hier Schutzgebräu, kräftiges Schutzgebräu. Halten wir auch mal. Können wir das decken? Ja, bis auf 5 sogar. Sehr nice. Okay, guck mal, hier haben wir noch die Kristalle. Ton kommt dann demnächst auch nochmal weg. Hier haben wir noch mehr Kristalle. Muss ich mal sortieren. Habe ich das schon mal gesagt? Unser Dämonenfinger. Die Kisten dürften eigentlich alle leer sein. Jawohl. Was haben wir hier noch? Guck mal, auch noch Kristalle. Das passt doch da noch schön dazu. Wunderbar. Guck mal hier. Großer Leichenkristall. Den haben wir auch schon. Schade eigentlich. So, Silber, Gold. Achso, jetzt wollte ich mal gucken. Die Hacke, die kann weg. Die Hacke kommt weg. Die wird verkauft. Hasenamulett, Amulett, ich weiß nicht. Frosch. Nehmen wir mal das Froschamulett mit. Komm, wir nehmen mal das Froschamulett mit und nehmen mal die beiden Frösche mit. Ja, gleich mal, wenn wir in die Stadt gehen, um das mal auszutesten. So, hier war sonst, guck mal, hier ist auch noch eine Titanhacke. Auch noch so Zeug. Zeug, was kein Mensch braucht. Wir brauchen es nicht. Und hauen das einfach mal weg. Silberner Brustpanzer.
Das Ding noch. Hier sind auch noch mythische Stiefel. Guck mal, da haben wir schon zwei Paar von. Kann man aber nicht stacken. Eiserne Stiefel ist unglaublich. So. Ja, nee, wir machen uns hier noch, da wissen wir, was wir haben mit dem Wolfszeug. Ach, guck mal, hier ist noch ein Smaragd. Ah, Mist. Doof. Ja, den hauen wir hier. Und hier sind noch Tränke. Wo kommen die denn jetzt alle her? Komm, die hauen wir hier rein. Egal. Wird irgendwann sortiert. Guck mal, hier ist noch ein alter Bogen. Der muss auch noch weg. Jägerbogen, der muss auch noch weg. Unser Adlerklaue-Bogen ist einfach besser. Paulus Ei. Ja, ein Quatsch. Gut. Dann geht es natürlich hier noch weiter mit Silbererz. Jawohl. Golderz. Jawohl. So, Frosch, das Zeug wollen wir behalten. Ton kann hier noch. Ja, das kann man schön stapeln. So. Also Amulett können wir auch da unten in unseren Minen aktivieren, aber ist mir zu weit der Weg, ehrlich gesagt. So, jetzt haben wir hier einen Haufen Zeug, was wir verkaufen wollen. Warte mal, 1, 10, 10. Was haben wir denn hier? 3, 10, 10 ist natürlich besser. Hier haben wir 4, 10, 5, 10, 10. Bogen ist sowieso besser. Hier haben wir 16, 10. 15, 20, 15. Ist einfach alles besser. Dämonenarmbänder 3, minus 10, plus 20. Ist auch besser. Kann alles weg. Kann alles weg. Ich wollte nur nochmal sicher gehen, dass wir hier nichts falsch machen. Und nicht irgendwas verkaufen, was wir dann bereuen. Oh, das wollte ich nicht. So, Freunde. Dann machen wir uns hier nochmal aus dem Wolfsfell mal eben so ein... Was haben wir denn hier? Eiserner Krieg ist ja auch schön. Schwerer Helm. Wo ist er denn hin? Wie? Sag mal. Doch. Nee, was? Können wir den nicht mehr machen, oder was? Ach, das ging... Das ging an der Sägemühle, nicht an der Schmiede, Freunde. Oh, jetzt war ich gerade erschrocken. Ich dachte, hä? Kann doch nicht sein. Hier sind wir richtig. Da, geht doch. Machen wir uns davon noch drei Stück. Eins. Zwei. Und drei, die müssten auch eigentlich reinpassen ins Inventar, habe ich mir so überlegt. So. Und eins, zwei, drei. Jawohl, wunderbar. Holz kann hier bleiben und die komischen Pfeile. Warte mal, scharfer Pfeil. So, Holz bleibt hier, das ist schon mal klar. So, den Rest nehmen wir mit und verkaufen das, ne? Die groben Pfeile nicht, aber sonst. So, und los geht's. Ne. Ach, komm. Komm, wir hauen es mal raus. 5. Und jetzt mache ich was ganz Verrücktes. Nochmal 50 obendrauf. Alter Verwalter. Krasser Scheiß. So, 12.000 kostet das jetzt. Okay. Sind wir jetzt in der Stadt? Jawohl, zum Glück. So, wir fangen mal hier beim Händler an, Freunde. Wir gucken einfach mal, was das so bringt. Ich glaube nämlich, der Wolfshelm bringt wahrscheinlich mehr als die ganzen anderen Sachen, die wir hier haben. So, wir gucken mal, der Brust 191, das war schon mal nice. 95, 343, der Bogen 75, 90, 50, 90, 94, ja gut, das ist bekannt. Jetzt ist schon wieder vorbei. Schon wieder Schluss mit Lustige. Wir gehen raus und kommen wieder rein. Schönen guten Tag. Du kennst mich wahrscheinlich nicht. Ich war noch nie hier, aber ich möchte gerne was verkaufen. 45. Also mit dem Bogen, das finde ich ja schon mal nice. Das müsste man sich eigentlich mal merken, ne? Der hat ganz schön viel gebracht. Oh, der Gürtel, der war nicht so doll. Die Titanhacke bringt auch nur 29. Die normale Hacke bringt 13. Hier haben wir noch einen silbernen Brustpaar, 191. Hier, das war's schon wieder. Kollege, ist dein Geld alle oder was? Ich bin guter Kunde. Ich gebe doch das Geld auch wieder bei dir aus. Also, entspann dich mal. Kannst ruhig kaufen.
verarsch dich doch. Das sind gute Sachen, die ich dir anbiete. Was bringt denn so ein Amulett? Null. Oh, verkaufen wir es auch nicht. So, guck mal hier. Drachenschwert. Brauchen wir nicht. Was haben wir hier? Mythischer Gürtel, den haben wir ja schon. Jawohl, den haben wir schon. Funkelnder Schulterschutz. Guck mal hier, 3, 15, 10. Merkt mir das ja nicht. 3, 10, 10. Also der funkelnde Schulterschutz, der wäre schon mal, wäre eine Aufwertung. Wäre eine Aufwertung. Oh, was haben wir hier? 14, 20, 20. Kupfer. Hm. Ja, wäre ein bisschen besser. Also so schlecht wäre nicht. Was haben wir hier? 16, 10. 3, 10, 10, das ist aber hier wesentlich besser. Also die Arme da sind schon geil. Sagenhaft, sagenhaft und mythisch ist eigentlich schon mal ganz... Sagenhaft und mythisch und Drachen ist eigentlich ganz gut. Goldener Beinpanzer brauchen wir nicht. Massive Stiefel. 3, 15, 10. Ja. Nicht unbedingt, ne? Aber hier der funkelnde Schulterschutz, den würde ich ja... 3, 15, 10 und... 3, 10, 10. Ist schon mal besser. 5% besser. Warum soll man das nicht machen? Gibt es einen Grund, warum wir das nicht machen sollten? Gibt es eigentlich nicht, ne? Oder? Nö. Pfeile sind eigentlich auch ganz günstig, oder? Was würde das denn kosten, wenn wir die alle kaufen? 420. Ja, und was würde das bringen, wenn wir die alle verkaufen? Nichts. Das ist traurig. Das ist ganz schön traurig. Komm, den Schulterschutz, den kaufen wir uns. Das ist ein Upgrade. Jawohl. Und benutzen geht er wieder nicht. Gehen wir das mal raus. Verkaufen wir den alten Scheiß gleich. Ist doch klar. Also, benutzen. Kriegsschulterschutz. Zack. So, 495 haben wir für den neuen bezahlt. Und wir bekommen für den hier 56. Das ist ja großartig. Okay, Freunde. Warum ich das Wolfsamulett mitgenommen habe, ich weiß es nicht so genau. Macht eigentlich keinen Sinn. Hier gibt es Hähnchen mit Weißkohl. Mhm, lecker. Brauchen wir aber nicht. Brauchen wir nicht. Nö. Brauchen wir wirklich nicht. Oh, süßer Kürbis. Samen. Wenn der hier Samen hätte, ich würde mir einen süßen Kürbissamen kaufen. Weil man mit dem super kochen kann, Freunde. Mm. So, jetzt möchte ich mal hier diese Amulett-Theorie mal prüfen. Nutzt ja alles nichts, müssen wir mal machen. Also, rein und... Hallo, Tempel der Drachenerweckung. Ja, das setzen wir jetzt ein. Und 8. 8 Frösche. 8. 8. Freunde, 8. Gut, wissen wir Bescheid. Man braucht also sehr viel von dem Zeug. Ja, fürs Wolf-Amulett brauchen wir 2 Schafe. Und hier brauchen wir 8 Frösche zur Aktivierung des Froschs-Amuletts. So, wir gehen mal wieder. Sünfte, ich weiß es nicht. Wüstenadler, Eisdrachen. Hm, komm. Wir haben gerade so viel schönen Platz hier. Deswegen machen wir das mal. Wir müssen natürlich aufpassen, dass wir nicht sterben. Ne, sterben aber nicht. Und können auch mal was essen. Jawohl, gut. Ansonsten wollte ich mal gucken. Zack. Hattet wieder nur hier eine Eichel. Ja, können wir mitnehmen. Ist in Ordnung. Vielleicht die Fangzähne hier noch gelassen. Guck mal, trockene Samen sind immer gut, Freunde. Da können wir lecker Brot draus machen. Sag noch mal einer was gegen trockene Samen. Ich bestimmt nicht. Ah ja, jetzt dreht er sich um. Na gut, macht nix. Gut, aber mit den Amuletten, Freunde, das macht eigentlich... Also für mich macht es einfach nicht viel... Die Hacke, ich will das Holz bitte mitnehmen. Danke. Macht für mich nicht viel Sinn, weil wir halt wirklich hier mit den Zaubertränken, und die haben wir ja en masse, können wir einfach viel starten, viel machen. Da brauchen wir uns das Zeug eigentlich nicht einsammeln. So, Moldebeere ist auch nice. Hier haben wir noch ein bisschen Ei. Ja, wir machen hier einfach nochmal so eine kleine Tour zurück zu unserer Stadt. Und machen noch so eine kleine Ressourcentour. Warum denn nicht? Gibt es einen Grund, das nicht zu tun? Nein, gibt's nicht. Freunde, gibt es nicht. Komm mal her, du komischer Eber. Du
Sag mal, wie viel Energie haben wir? Maximal 720 und das macht 600. Also das ist schon ein starkes Stück. Ein starkes Stück, Freunde. Tudum. Wir brauchen mal wieder ein bisschen Holz. Und einen Wolf. Alter, wir haben natürlich jetzt auch einen schönen Bogen. Oh, guck mal, ein Schuss. Richtig nice. Bogen im Einsatz hier. Sehr, sehr gut. Ne, finde ich gut. Das ist doch mal eine Option. Ne? Ist doch eine Option. Ja, müssen wir uns hier was kochen? Nein. Gut, wir könnten uns ein Ei kochen. Ja, komm, wir kochen uns mal ein Ei. Komm, wenn wir schon mal hier sind, machen wir uns hier mal lecker Eichen. Komm mal her. Zack. Jo. Schön, so ein Spiegelei. So, Holz ist mal gut. Hier könnten wir uns Stein holen. Brauchen wir aber nicht, weil Steine haben wir genug zu Hause. Ich würde das Stroh gerne mitnehmen. Und mir die Pflanze hier noch mitnehmen. Kommt der Wolf? Oh ja, er kommt. Aber wir sind ganz schön schnell. Wir sind so schnell wie der Wolf. Das finde ich gut. Oh Mann, das war ein zäher Geselle. Nix Hacke verwenden. Du sollst das mitnehmen einfach. Und das auch bitte. Danke. So, komm mal her, mein Freund. Du kriegst mal auf den Sack. Na, guck mal. Da müssen wir gar nicht mehr in den Nahkampf gehen. Oh, Hühnchen. Hühnchen hätte ich ja auch Lust. Aber hier so ein schönes gebratenes Hühnchen, oder, Freunde? Komm mal her, komm mal her, komm mal her. Und tschüss. Danke. Naja, komm. Klar. Nehmen wir uns mit. Gut, Harz brauchen wir nicht. Was finden wir hier? Was gibt's denn da? Aha. Beeren. Hier ist das Hühnchen. Ein paar Federn. Noch ein Bäumchen. Nehmen wir mit. Und, ja. Da müssen wir wohl mal wieder mit dem Schwert ran. Der kam so schnell auf uns zu. Das war zu schnell für mich. Zack. Also, den Bogen kann man echt gut verkaufen. Bogen ist noch eine Option. Also, kleiner Tipp von mir, Freunde. Bögen herstellen und verkaufen. Das macht, also da haben wir echt irgendwie 300 oder so. Das kann man sich zur Lebensaufgabe machen. Das kann man sich zur Lebensaufgabe machen. Ja, die Erbsen esse ich jetzt ungekocht. Ich weiß, ich weiß. Wird den einen oder anderen wieder ärgern, aber Freunde, warum denn nicht? So, Frosch sammeln, ja, kann man machen. Ach komm, machen wir einfach mal. Ja, haben wir den jetzt mitgenommen? Nein, haben wir nicht. Jetzt. So, das gehört uns nicht. Kann man nichts bauen, kann man nichts machen. Brauchen wir aber auch nicht. Wir gehen einfach mal nach links durch. Denn da kommt noch ein Frosch. So, und das kommt auch noch. So, Frosch mitnehmen bitte. Jawohl. Und Wolf töten bitte. Danke. Na bitte, das läuft ja wie geschnitten Brot hier. Läuft ja wie ein Länderspiel. Ich hoffe wirklich, jetzt demnächst wieder EM, dass das gut wird. Das hoffe ich wirklich. Zack. So wird mitgenommen alles. Stroh und Ei. Wir plündern hier mal die Gegend. Hier wohnt eh keiner. Freunde. Und das erholt sich auch alles wieder. Na? Ach komm, Schwert. Und los geht's. Ah, der Waffenwechsel. Der könnte noch ein bisschen perfektioniert werden. Und da kommt was. Ja, kein Problem. Okay, das noch mitnehmen. Jawohl.
Hier sind wieder nur so ein paar Beeren, die brauchen wir nicht unbedingt. Pilze brauchen wir nicht. Hier wäre noch ein Kürbis, ein schöner. Und ein Schaf. Auf das Schaf hätte ich Bock. Wie inventarvoll gibt es denn sowas? Zack. So, komm mal her. Und schon tot. Sehr gut. Und weil wir gerade hier eh im Schneesturm sind. Guck mal, da liegen zwei Eier. Ach, schön. Komm mal her. Zack, zack. Ja, hier, Holz noch mitnehmen. So. Das ist mal ein fetter Kürbis. Geil. Der Kürbis wird gegessen. Und hier haben wir einen großen roten Kürbis. Ah, das wollen wir mitnehmen, Freunde. Wollen wir mitnehmen? Wir schmeißen mal hier das weg. Zack. Jo. Das kommt mit. Eichen kommen auch mit. Die Bienen lassen wir mal Bienen sein. Igel brauchen wir nicht. Was macht er da? Inventar voll, okay. Oh, da ist wieder was Schönes. So, läuft gut mit den Pfeilen. Finde ich gut. Ja, gefällt mir gut. So, haben wir hier schon so Eberzeug? Ja, haben wir schon. Guck mal. Hier ein bisschen Stroh. Die Bienchen. Und das Schaf nehmen wir auch noch mit. So, sehr gut. Da sind wir, glaube ich, schon fast... Oh, guck mal, vielleicht gibt es hier einen schönen Samen. Und Schierling. Bäh, minus 20. Na, wir nehmen es mal mit. Vielleicht brauchen wir es mal. Das war wieder, oh ja. Hallo, mein Freund. So, was essen wir denn mal vor lauter Schreck? Schaffleisch. Kürbis. Oh, das war's schon. Oh, war ich wieder ein bisschen voreilig, war. Wie inventarvoll. Kann ja gar nicht sein. Das kann ja gar nicht sein. Will ich aber gern mitnehmen, bitte. Bisonsfleisch und Fangzähne. Fangzähne sind auch mal gut. Bisonschädel ist auch gut. Guck mal hier, Rosmarin. Mit Rosmarin können wir bestimmt auch was lecker. Oder Rosmarin. Muss man auch. Aber so Lamm. Lammfleisch mit Rosmarin. Oh, das ist schon was Feines. Finde ich. Hätte ich mal Bock drauf. So, Freunde. Es wird schon wieder so ein extra Large-Ding. Wir gehen nach Hause. Wir sind ja gleich durch. Zack, das war auch ein guter Baum. Der hat sich gelohnt. Der auch. Oh, guck mal, der ist gerade hier gespawnt. Den nehmen wir mit. Was haben wir denn hier? Moltebeere. Moltebeere können wir ruhig essen. Schierling wollten wir mitnehmen, falls wir den mal, weiß ich nicht, für was brauchen. So. Hier haben wir noch einen schönen Kürbis. Auch der wird natürlich gegessen. Ich ernte den eigentlich nur in der Hoffnung, dass wir mal einen Samen kriegen. Kriegen wir aber irgendwie nicht. Das ist nur Löwen. Oh, doch, hier. Nee, das ist wieder so eine. Das ist Löwenzahn. Den essen wir auch, weil gesunde Ernährung. Na, wir sind ja. Ich meine, wir sind nicht vegetarisch, aber. Fleisch geht auch. Aber zwischendurch auch mal schön Gemüse. So, wir brauchen 8 Frösche, 4 haben wir schon. Und gehen jetzt mal zurück zur, was? Zur Tempelstadt? Nun gut, wir gehen zur Tempelstadt. Und von der Tempelstadt gehen wir zum uralten Bären zurück. Und werden dann mal mit Bretter und Eisenbarren hier das demnächst wieder ein bisschen reparieren und vielleicht noch ein bisschen aufrüsten. Zum Beispiel, oh, guck mal, ja, brauchen wir auch wieder, ne? Hier mit Kupferbarren, Baustein und Brett. Das können wir auch nochmal alles in Angriff nehmen. So, haben wir noch Platz eigentlich? Nicht so richtig, ne? Nicht so richtig. Nein, wir werden jetzt nichts essen und auch nichts wegschmeißen, sondern einfach geduldig warten. Ja. Und unseren Platz hier frei machen und das dann einpacken und uns wieder leckere Sachen kochen und dann nochmal, ja, ich denke, in die Minen müssen wir nochmal. Nochmal richtig tief. Und bei diesem Eisdrachen. Ich glaube, da ist auch noch nicht Ende Gelände. Da könnten wir noch was finden. Bis zum nächsten Mal. Ciao, tschüss. Dein Lumi.